Hallo liebe Kater und Katzen und denjenigen, die einen Kater oder eine Katze haben und willkommen zurück. Ja, es ist unglaublich zu einem weiteren Silvestervideo. Jawohl, wir stehen wieder vor den Toren eines neuen Jahres und zwar dieses Mal des Jahres 2023, wenn auch gleich in diesem Silvestervideo etwas vor sehr ungewohnter Umgebung. Nämlich, ich sitze gerade momentan nicht in meinem heimischen Studio, sondern ich spreche das gerade alles in mein wunderbares Smartphone ein. Ja, und gut, das Bild, das kennt ihr ja schon alle. Und ich bitte euch zu entschuldigen, falls wenn ihr im Hintergrund irgendwie ein total hektisches Durchgehechel hört, falls wenn ihr irgendjemanden durch die Gegend trampeln hört, das ist tatsächlich nur mein Hund, der jetzt gerade irgendwie mit 100 km/h durch mein ganzes Zimmer saust und irgendwie sich verzweifelt versucht, irgendwie vor den ganzen Raketen und Böllern in Sicherheit zu wähnen. Ich werde aber natürlich, während ich jetzt mit euch spreche, noch den Hund ein bisschen beruhigen. Ich hoffe, dass das irgendwie hinkriegt. Der Hund guckt mich schon total doof an, warum ich denn jetzt auf einmal mit dem Hund spreche und dann noch mit meinem Smartphone. Ach, alles so kompliziert. 2022 war vielleicht auch auf meinem Kanal etwas kompliziert, beziehungsweise vielleicht nicht so toll. Im ersten Halbjahr des Jahres 2022 habe ich mich ja noch versucht, mit Anno 1404 Streams aufrechtzuerhalten. Gott sei Dank, aber muss ich sagen, dann am zweiten Halbjahr des Jahres 2022 kam dann mit City Skylines wieder ein bisschen, naja, ein bisschen Normalität mal wieder mein Kanal rein. Mit Urbeck, dem Citybuilder, haben wir jetzt wieder ein neues Projekt auf meinem Kanal, endlich mal wieder. Und zeitgleich haben wir auch noch boah, jetzt hechelt mir der Hund da hier mit seinem Mundgeruch mitten ins Gesicht rein. Hatten wir ja dann noch mit dem, ja, mit Advent, Advent, mein Auge brennt natürlich mal wieder eine Rubrik, die ja seit 2019 eigentlich auf Eis lag. Und es hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und dementsprechend bin ich auch sehr optimistisch im Jahr 2023, dass es dann auch wieder richtig volle Kanne weitergeht, dass wir auch wirklich wieder richtig durchstarten können, dass ich auch richtig wieder mal abliefern kann. Und ich bin auch wirklich glücklich, dass ich jetzt am Ende vom Jahr 2022 mal wieder richtig die Popobacken zusammenkneifen konnte und einfach mal wieder euch wunderbar unterhalten konnte mit ein paar neuen Videos, mit ein paar neuen Formaten und so weiter und so fort. Und ja, ich bin jetzt auch sehr, sehr hoffnungsvoll, dass es ja im Jahr 2023 wieder wunderbar weitergeht, dass es da auch viele, viele neue Videos geben wird im Jahr 2023. Vielleicht auch ein Reisevlog. Ich weiß, ich habe das schon im letzten Silvestervideo gesagt, dass ich einen Reisevlog machen möchte. Aber dieses Jahr 2023 nehme ich mir das mal wirklich richtig vor. Ja, und ich möchte auch noch irgendwie so einen Geheimtrick rausfinden, wie ich vielleicht wieder zurück zu den 4 Videos pro Woche kommen kann. Das wäre irgendwie so ein richtiger Traum, wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte. Auch wenn es irgendwie, ja, mein Terminplan nicht so ganz zulässt. Nämlich, das möchte ich auch irgendwie sagen. Irgendwie, ich habe mich da schon ein paar Silvestervideos darüber Gedanken gemacht, ob ich das mal euch mal rantragen möchte. Und ich denke, dieses Silvestervideo ist es endlich soweit. Ihr seht ja hier in der Mitte, das Jahr 2016 wird angepriesen und ist durchgestrichen. Aber tja, trotzdem ist das das Anfang der Silvestervideos. Das erste Silvestervideo war tatsächlich am 31.12.2015. Und das war vor 7 Jahren. Ja, und ich denke, ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern auch für ziemlich alle Menschen auf der Welt, dass man sich in 7 Jahren eigentlich auch echt ziemlich verändert und dass man innerhalb von 7 Jahren auch, ja, seine Lebensumstände sich auch ändern und dass auch die Charakter und auch die Interessen und auch alles im Leben sich so ein bisschen ändert. Und vor allem jetzt auch im Jahr 2022 hat sich bei mir auch echt viel geändert, wenn ihr euch vielleicht noch zurückerinnert an das letzte Silvestervideo. Ich war sehr gedrückt, ich hatte eigentlich nicht so wirklich Bock auf dieses neue Jahr. Und das hat sich jetzt geändert, ja. Ich bin wieder richtig happy mit dem, was ich tue. Auch wenn mir gerade schon wieder Hundemundgeruch ins Gesicht reinweht. Boah, Alter, mach mal hier ein bisschen Schottendicht. So. Ja, aber ja, ich bin jetzt mal wieder richtig happy mit dem, was ich tue. Ich kann jetzt hier auch im Silvestervideo ein bisschen vor mich hinlachen. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig schön. Der Hund guckt mich gerade total verwirrt an. Ja, richtig, richtig schön, mal wieder hier zu sitzen zu dürfen, euch zu unterhalten zu dürfen. Und ja, es ist einfach mittlerweile so, dass ich einfach mittlerweile auch einfach gewillt bin, auch wieder YouTube zu machen. Aber es hat sich echt viel in meinem Leben verändert. Und ich hoffe, dass ihr das auch alle verstehen könnt, dass ich jetzt nicht mehr heititai da 7 Tage die Woche volle keine Videos durchballern kann, weil ich eben auch so viele andere neue Verpflichtungen habe in meinem Leben. Und ich bin auch so von so einem
sag ich mal, konservativen Mensch, der jetzt nicht so wirklich viel Neues an sich ranlassen wollte, auch zu einem Mensch geworden, der neugierig ist. Ich möchte reisen, ich möchte neue Leute kennenlernen, ich möchte neue Kulturen erfahren, ich möchte unsere Welt neu kennenlernen, weil ich das einfach mittlerweile so spannend finde, was alles auf der ganzen Welt passiert und auch die ganzen Kulturen zu verstehen, weil ich denke, dass das mittlerweile vor allem in unserer super komplexen 20er Jahre hier auf einmal richtig wichtig geworden ist. Ja, ich habe mir im letzten Silvestervideo ja gewünscht, dass wir uns endlich mal wieder ein bisschen zusammenraufen, dass wir unsere Feindseligkeiten beiseite legen. Naja, das ist im Jahr 2022 gar nicht geglückt und ich wundere mich immer noch, warum in einer Gesellschaft beziehungsweise in einer Zeit, in der wir von Klimakatastrophen reden, von globaler Armut, von Inflation und von allem Möglichen. Also wir haben so viele Katastrophen, so viele Probleme auf unserer Welt, die wir so, so gut lösen könnten, indem wir einfach zusammenarbeiten, indem wir uns zusammenraufen, zusammenarbeiten und kooperieren. Warum wir dann echt wieder zur Waffe greifen müssen und gegenseitig uns schon wieder an die Gurgel gehen müssen, ich verstehe das echt nicht und ich hoffe auch wirklich, dass jeglicher total sinnlose Krieg im Jahr 2023 endlich mal beigelegt wird, dass auch die Pandemie jetzt endlich mal zu Ende ist, dass wir uns auch wirklich mal darauf konzentrieren können, unsere Welt wirklich mal wieder in die richtige Bahn zu lenken, damit wir auch wirklich alle eine sehr gute Zukunft haben. Und ich denke, wenn nicht im Jahr 2023, wann denn dann? Die Uhr tickt, meine Freunde, ich möchte euch keine Angst machen, um Gottes Willen, nein. Das neue Jahr bringt auch für jedermann neue Chancen, neue Möglichkeiten und ergreift sie bitte auch. Ich wünsche das wirklich jedem hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe auch, dass im Jahr 2023 vielleicht mein Hund weniger Mundgeruch hat und vielleicht auch seine Schotten dicht macht. Boah, juha. Also ja, ich wünsche mir vor allem für 2023 auf meinem YouTube-Kanal, dass ich weiterhin so gut durchstarte. Ich wünsche euch allen ein ganz, ganz gesundes, sehr, sehr glückliches und vor allem ein sehr friedliches Jahr, dass ihr wirklich alle ganz, ganz, ganz munter und wacker bleibt und dass ihr auch alle wunderbar meine Videos genießen könnt. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht so ganz genau, wo die Reise im Jahr 2023 so wirklich hingeht. Vielleicht ein bisschen weg von diesem Hundegeruch. Nein, natürlich nicht. Ich hab dich doch lieb. Ja, ich hab dich ganz, ganz arg lieb. Ja, also, ich weiß wirklich nicht, wo die Reise hingeht im Jahr 2023. Ich hoffe und hoffe, hoffe und ich werde auch dafür sorgen, dass ihr wirklich mit YouTube-Videos auch im Jahr 2023 versorgt werdet. Dass es auch mit Urbeck dann weitergeht und vielleicht sogar noch ein neues Projekt, neue Projekte, neue Ideen auch vielleicht neue Formate ausprobieren. Ich weiß es alles noch gar nicht, aber ich habe momentan, und das möchte ich euch einfach den Spirit geben, Leute, habt keine Angst vor der Zukunft, Leute, es passiert sehr viel Schreckliches auf der Welt, aber trotzdem, ja, ich bin einfach momentan einfach hab Power, ich habe Elan, ich habe Tatendrang, ich möchte etwas bewegen, weil wenn wir einfach nur rumsitzen und rumheulen und sagen, oh, alles ist so doof, oh Mann, ey, alles ist so doof, ich hasse diese Welt, das bringt keinem was. Ja, wir müssen alle einfach aufstehen, wirklich den Hintern hochheben und einfach mal richtig voranschreiten, weil wenn ihr voranschreitet, werden andere Leute auch motiviert sein, voranzuschreiten. Dementsprechend mache ich vielleicht mal einen ersten Schritt hier, mache einen Schritt nach vorne. Das Jahr 2022 hat mich komplett verändert. Ich bin wirklich wieder auf dem Damm. Ja, ich bin wirklich richtig happy mit dem, was ich hier tue. Ich bin richtig happy with my life, kann man so sagen, im Anglizismus Deutsch. Und ja, ich wünsche euch allen ein sehr, sehr glückliches, ein sehr frohes neues Jahr 2023. Und ihr kennt es wie jedes Jahr und vor allem dieses Jahr nochmal in ganz spezieller Form. Der Hund sagt es auch mit meinen Augen. Bitte, bitte, bitte böllert nicht schon wieder um hier, wie spät ist es jetzt, 17:53 Uhr durch die Gegend, sondern bitte böllert erst um 0 Uhr, dann könnt ihr 10 Minuten böllern und danach ist es vorbei. Warum auch immer die Pyrotechnikverbot jetzt aufgehoben wurde, ich weiß es nicht. Aber gut, ich meine, einige Leute haben ja Spaß dran, dann habt Spaß dran, aber bitte nur um 0 Uhr und nicht vorher und bitte auch nicht dann noch am 2. Januar durch die Gegend böllern, sondern wirklich nur um 0 Uhr, um 2023 zu begrüßen. Ja, das war's von mir, das war der Grinsekarl von Jahr 2022 und ich begrüße euch im neuen Jahr 2023 dann wieder in einem Jahr, in einem Grinsekarljahr. Sagen wir das doch mal so. Ich sage, 2023 wird ein Grinsekarljahr. 2023 will ich neue Sachen bewegen, privat wie auch auf Grinsekarl. Und genau mit diesem Tatendrang gebe ich euch an euch weiter. Und ich würde sagen, lasst uns 2023 zusammen rocken und lasst dieses Jahr zu einem krass geilen Jahr werden. Und lasst uns dann auch im nächsten Jahr, zwar im nächsten Silvestervideo, am 23.12.2023 wieder hier sitzen und sagen, boah, krass, 2023 war ein geiles Jahr, 2023 kann nochmal kommen. Lass uns doch mal mit diesem Spirit in das neue Jahr reingehen und dann wird das auch ganz, ganz cool, denke ich.
Ich wünsche euch allen ein ganz, ganz frohes neues Jahr 2023 und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Euer Kommentator Onkel Grinse Karl war heute und im ganzen Jahr 2022 und wird auch im Jahr 2023 am Mikrofone sein. Wir sehen uns im neuen Jahr. Schönes, glückliches und vor allem friedvolles neues Jahr 2023. Ciao mit K.